Also Uluwatu ist, glaube ich, mein favorite place in Bali, weil hier sind einfach die schönsten Strände und es ist nicht so voll. Das heißt, der Traffic ist nicht so doll und ist nicht so laut und trotzdem kann man gut essen gehen und shoppen, wenn man will. Es ist aber auch ein bisschen teurer. Aber Uluwatu kriegt von mir einen Daumen nach oben. Hi! Wir sind Lena und Julius und wir befinden uns gerade auf Weltreise, um uns und die Welt besser zu verstehen. In diesem Video zeigen wir dir einen kleinen Eindruck von unserem Lieblingsort auf Bali, Uluwatu. Ein Surferort, der durch seine traumhaften Strände immer mehr Reisende in seinen Bann zieht. Viel Spaß dabei! Letzter Tag auf Bali. Und wir haben noch einen Tattoo-Termin. Und hier tickt die Zeit ein bisschen anders, denn wir hatten um 9 Uhr einen Termin. Wir haben gewartet bis 20 nach, dann habe ich ihm geschrieben. Und da hat er geschrieben, dass er gerade noch frühstückt, was so viel bedeutet, wie er ist gerade aufgewacht. Und jetzt haben wir uns dafür entschieden, wir gehen noch frühstücken und fahren dann danach wieder hin. Da Uluwatu uns so gut gefallen hat, sind wir gleich zweimal hergekommen und haben uns dafür entschieden, hier auch unsere letzten Tage der Bali-Reise zu verbringen. Und an alle Tattoo-Freunde, ihr wisst sicherlich, es wäre sehr dumm, sich hier nicht tätowieren zu lassen, da es verglichen mit europäischen Preisen einfach super günstig ist. Wir waren bei Andre Yoga und mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis mehr als zufrieden. Hier seht ihr ein paar Eindrücke und was es dann letztendlich auch geworden ist. You want to see my tattoos? In Uluwatu solltet ihr auf jeden Fall die Sonnenuntergänge an den Klippen genießen. Wir werden euch mal ein paar coole Spots unten in die Videobeschreibung verlinken. Und auch hier lohnt es sich wieder, einen Roller zu haben. Mit dem seid ihr einfach viel flexibler und ihr könnt die wunderschönen Food- und Shoppingmeilen in Uluwatu abfahren. Und natürlich haben wir auch uns ein romantisches Spa mit 2 Stunden Massage und einem Rosenbad gegönnt. Das könnte eine wunderschöne Idee für ein Date sein, wenn ihr als Paar nach Bali kommt. Erzähl mal, wie läuft's? Nicht gut. Ich bin auf einmal Fotografin geworden. Was uns an Uluwatu besonders gut gefallen hat, ist, dass es etwas ruhiger war. Und wenn man Glück hatte, hat man sogar mal einen Strandabschnitt komplett für sich gehabt. Hey guys, we miss you a lot and we send you all a big hug, especially to Clem, who currently has a hard time. We love you really deeply.
Was man auf jeden Fall auch machen sollte, wenn man in Uluwatu ist, ist zum Tempel gehen, zum Sonnenuntergang, weil das richtig schön ist mit den Klippen und ihr werdet sicherlich einige Äffchen sehen. Und was natürlich nicht fehlen darf für alle Foodies unter euch, in Uluwatu bekommt ihr richtig, richtig gutes Essen, wie eigentlich überall auf Bali. Und auch für Veganer ist überall was dabei. Wir verlinken euch mal unsere Lieblingsrestaurants in der Videobeschreibung. Okay, damit wir das nicht missen, weil wir in Bali natürlich viele exotische Früchte finden, machen wir eine ganz kleine, schnelle Verkostung, ganz klassisch. Passion Fruit, aber ein bisschen anderer Art. Ist ein bisschen geschmacksloser und nicht ganz so sauer. Schmeckt, finde ich, trotzdem sehr gut. Manchmal aber zu geschmackslos, so dass man das Gefühl hat, man hat nur Froschwogen im Mund. Dann die Schlanghautfrucht, zumindest wird sie so genannt. Ist außen ein bisschen stachelig, muss man also ein bisschen vorher mit dem Lappen schön abreiben. Dann hat man so eine schöne Schlangen- oder Drachenhautfrucht. Und wenn man die pellt, sieht die innen aus wie eine Garlic. Vom Geschmack her ganz fest. Erinnert ein bisschen an Ananas. Parfümierter Apfel. Es ist ein neuer Geschmack. Von der Haptik her wie so eine Esskastanie. Und hat auch einen kleinen Kern drin. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und dann haben wir noch die Mangostin, von der man schnell zu viel essen kann. Die auch ein unfassbares süßes Geschmackserlebnis ist. Total parfümiert, ein Geschmack, den ihr vorher noch nie probiert habt. Wenn ihr die schält, schon wieder der Effekt, sieht aus wie ein Knoblauch. Ist eher ein bisschen glibbrig. Hat auch Kerne drin, ist ein bisschen komisch zu essen. Aber wir haben sie alle lieben gelernt. Super, super lecker. Und eine umstrittene Frucht, die Durian. Manche lieben sie, manche hassen sie, manche erbrechen, manche können nicht genug davon haben. Seht ihr im nächsten Clip. Bitte nicht probieren. Konsistenz wie ein feuchter Käse. Süß und den Geschmack kann man nicht beschreiben. What is the best part? What is the best part? Is the best part? Is it like this? Horrible. Horrible. Das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Ich glaube, ich muss kurz. Du weißt, German people. Also einmal, damit ihr Bescheid wisst, wie wir die ganze Zeit über die Insel uns fortbewegt haben. Lenas kleine Tasche. Passt gerade so. Kofferraumsitz. Kofferraumsitz. In den Sitz, Kofferraum. Ja, und das war's auch schon. Das Ende unserer Bali-Reise. Und nun steht ein neues, sehr aufregendes und auch emotionales Abenteuer an. Ihr könnt ja gerne mal unten in den Kommentaren raten, wo es als nächstes hingeht. Ansonsten wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed the experience. As we landing shortly, please stop.
aber ehrlich, anderes Ziel im Traum, die Oma, die wir kommen, haben wir. Wir bewiesen uns, was uns noch mehr verpasst, sind auch seit am Treppen von. Ehrlich, mein Junge, was das hier sieht. Professors every Singapore, including Singapore citizens.